Hallo und herzlich willkommen. Ich nehme euch heute mal mit auf eine kleine Erkundungstour. Ich möchte nämlich hier im Langlohnsheimer Wald den Waldkauz finden. Beziehungsweise erstmal gucken, wo könnten Bäume sein, wo er lebt, wo eine Höhle ist, wo genau das richtige Habitat für ihn ist, wo er sich aufhält. Waldkäuze sind in der Regel relativ standorttreu. Ihr kennt bestimmt alle diesen klassischen Ruf. Ich mache ihn jetzt nicht nach, ich blende ihn gleich mal ein. Das ist dann authentischer. Ich denke, den hat jeder schon mal gehört. Gesehen habe ich ihn auch schon mal, aber das sind dann eher Zufallsbegegnungen gewesen. Und heute mache ich mich mal gezielt auf den Weg. Das Wetter ist gut, momentan scheint die Sonne. Allerdings kann es auch immer wieder mal einen Schauer geben, deswegen drückt mir die Daumen, dass es trocken bleibt und ich vielleicht fündig werde. Warum habe ich mir den Waldkauz rausgesucht? Weil das die Eule ist, die in Europa und in Deutschland am häufigsten vorkommt und deswegen am leichtesten zu finden ist. Das Gefieder tarnt den Waldkauz sehr gut, wenn er in seiner Baumhöhle sitzt, vor seinen Feinden. Es ist ein nachtaktives Tier, deswegen werde ich ihn, wenn ich ihn antreffe, nur wahrscheinlich dösend oder ausruhend sehen, weil er sich dann auf die Jagd in ein paar Stunden vorbereiten wird. Ich bin hier in Langlohnsheimer Stadtwald. Langlohnsheim liegt bei Bad Kreuznach, ist eine wunderschöne Weingegend, sehr viele Weinberge. Und hinter mir seht ihr schon den Mischwald. Und genau, der Mischwald, das ist nämlich sein Revier, nicht zu viel Nadelbäume, mehr Laubbäume, am besten wären es noch alte Obstbäume, die nicht abgestorben sein müssen, um Gottes Willen, aber wo es Höhlen gibt, Baumhöhlen, wo er als Unterschlupf das benutzen kann und gleichzeitig als Brutstätte nutzen kann. Ja, er braucht die weite Fläche, damit er nämlich auf Jagd gehen kann. Deswegen bin ich genau hier so an der Grenze zwischen Weinberge vor mir und Wald hinter mir. Ich werde nicht zu tief in den Wald eindringen, weil ich möchte keine Tiere aufscheuchen. Das mache ich einfach nicht. Ich hoffe, dass ich einfach mit dem Fernglas schauen kann, wo ich das Kerlchen finde, wo ich solche Höhlen vor allen Dingen finde. Dann werde ich mir die Stellen merken, werde vielleicht nochmal herkommen, wenn ich keinen Erfolg habe. Also einfach mal abwarten, was so passiert. Ich habe auch eine Kamera dabei. Und zwar habe ich meinen Klassiker dabei, 2006 gekauft, eine Canon EOS 40D. Eine hervorragende Kamera zur damaligen Zeit. Kleinformat, ich glaube Kropffaktor 1,6. Ein Objektiv, 75-300 von Canon, extrem leicht, steht USM drauf, also Ultra Speed Motor für den Autofokus. Ich blende euch gleich mal ein, wenn der Autofokus aktiv ist, mit den heutigen Motoren überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Es ist schon wirklich der Knaller, wie laut das ist. Manchmal verhaut sich der Autofokus auch. Die Kamera habe ich jetzt seit 16 Jahren in Benutzung, natürlich die letzten Jahre nicht mehr, so gut wie gar nicht mehr. Ich habe sie einfach mal wieder aus der Schublade rausgezogen, weil das Equipment ist leicht. Ich gehe nicht davon aus, dass ich heute Riesenfotos mache mit hoher Geschwindigkeit von fliegenden Vögeln. Ganz im Gegenteil, der Waldkauz wird wahrscheinlich sitzen, hin und wieder mal mit den Augen blinzeln, seinen Kopf drehen und das war's. Das wird der Autofokus schaffen. Mir war heute wichtig, leichtes Equipment dabei zu haben und nicht die perfekte Ausrüstung. Aber ich bin gespannt. Das Fotografieren mit so einer alten Spiegelreflexkamera ist wirklich noch was ganz anderes. Man hat kein Live-View, man sieht nicht, wie das fertige Bild ist, gerade wenn man Blende und Belichtungszeit manuell steuert, sondern da muss man sich wirklich auf sein Können verlassen und auf diese kleine Einblendung, die da im Ausschnitt, im Sucher, man muss wirklich mit dem Sucher fotografieren, nicht mit einem Vorschaubild.
Und da muss man gucken, belichte ich über, belichte ich unter, damit das Bild auch wirklich gut ist. Der Kontrastumfang ist nicht so stark. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es macht tierisch Spaß, wieder mit dem alten Equipment auf kleine Fotoexkursionen zu gehen. Ja, ich stehe jetzt hier am Vogelschutzgebiet oder Naturschutzgebiet, sieht man hier hinten auf dem Schild. Werde da jetzt noch nicht reingehen, aber hier ist auch eine gespenstische Stille. Kein Waldkauz zu hören, hin und wieder mal ein Vogel, aber alles mucksmäuschenstill. Ich habe jetzt so ein bisschen rumgeschaut, ich habe zwar den einen oder anderen Baum mal gefunden, wo vielleicht ein kleines Loch drin ist, eine kleine Höhle möglich wäre, viele alte Bäume gesehen, aber so den Treffer habe ich noch nicht gelandet. Deswegen werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen und werde nochmal woanders hingehen. Drückt mir die Daumen. Krasser Baum, gerade eben aus den Augenwinkeln noch mit dem Fahrrad auf dem Wegrand gesehen. Den musste ich unbedingt mal filmen, beziehungsweise jetzt hole ich mal schnell das Fernglas raus und dann schauen wir mal, ob ich da irgendwas finde. Aber hier ist es mucksmäuschenstill. Mal eine Krähe, mal eine Amsel zu hören, aber sonst ist nichts da, ja. Also ich denke, hier werde ich den Waldkauz auch nicht finden. Ich werde jetzt meine Suche nach dem Waldkauz unterbrechen. Ich habe zwar einige Bäume und Höhlen und alles gesehen und es war auch wirklich interessant, aber der Waldkauz war nicht da. Entweder war ich zur falschen Zeit am falschen Ort. Muss mal gucken. Ich werde aber so schnell nicht aufgeben. Nur auf dem Weg Richtung zu Hause bin ich hier hinten an solchen Tieren vorbeigekommen. Ich glaube, es sind schottische Hochlandrinder. Die Sonne kommt raus. Wie geil ist das? Ja, ich glaube, ich werde jetzt hier mein Glück probieren, werde die EOS 40D auspacken und werde mal schauen, ob ich nicht hier noch das eine oder andere gelungene Motiv aufnehmen kann. Ich werde berichten. Wow, das war richtig geil eben. Die Büffel haben mitgespielt, sind wahrscheinlich gar keine Büffel, sondern Rinder. Und wow, war total toll. Haben genau das gemacht, was ich wollte. Sie wurden neugierig, sind auf mich zugekommen, haben überhaupt keine Aggression gezeigt, ja, hatten auch keine Angst vor mir oder der Kamera oder vor diesem Klickgeräusch. War richtig geil und
war total toll. Und ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wie simpel es eigentlich war, hier mit den Tieren Kontakt aufzunehmen. Ich meine, ich war froh, dass der Zaun zwischen uns war, weil ich weiß nicht, wie sie sonst reagiert hätten. Vielleicht wären sie auch ständig gefüttert hier. Ich weiß es nicht. Ich habe sie nicht gefüttert. Steht auch kein Schild da, ob oder nicht. Aber es war total toll. Und auch meine EOS 40D hat super funktioniert. Ich meine, sie ist 16 Jahre alt. Der Autofokus ist wirklich der Knaller. Naja, im negativen Sinne eher. Wie laut er ist. Manchmal verpeilt er es komplett. Gerade wenn man auf 300 mm zoomt, da darf man sich nicht mehr auf den Autofokus verlassen. Da fehlt eh die komplette Schärfe. Also gerade wenn ich hier so auf die Augen versucht habe zu fokussieren oder auf die Hörner oder auf die Nase vor allen Dingen, da brauchte ich doch einige Bilder, damit es wirklich dann geklappt hat. Und ich durfte das Objektiv auf keinen Fall auf 300 mm zoomen. Sondern ich musste wirklich ein bisschen rausgehen aus dem Zoom. Und dann hat es wieder funktioniert. Alles in allem eine geile Art des Fotografierens. Ich muss wirklich sagen, toll, hat super Spaß gemacht. Ja, man muss sich wirklich erst wieder dran gewöhnen, dass man nicht in dieser Live-View alles gleich sieht. Sondern man muss wirklich überlegen, Blende, Belichtungszeit, ja. Hier überbelichten, unterbelichten. Ich habe ja versucht, einige Effekte zu machen. Gerade bei den Gegenlichtaufnahmen muss ich wirklich viel probieren wieder. Aber geile Sache. Und ich werde sie jetzt öfters mitnehmen, weil sie macht einfach Spaß. Ja, das war's mit dem ersten Teil des Videos. Der zweite Teil des Videos, da geht es darum, wie ich die Bilder bearbeitet habe. Ich habe ja alles im RAW-Format aufgenommen. Zeigt da so ein paar Sachen, was ich gemacht habe. Viel wird es nicht sein. Also ein bisschen Kontrast, bisschen Farbsättigung, Bildausschnitt vielleicht verändert. Aber das seht ihr dann alles im zweiten Teil. Und in dem zweiten Teil werdet ihr vor allen Dingen auch sehen, wie ich dieses Video zusammengeschnitten habe. Und ja, also von daher, vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare. Mich freut's. Bis dann. Tschüss.